Die Skyans des Militarum Tempestus sind eiskalte, professionelle Killer, die mit tödlicher Feuerkraft ganze Scharen von Feinden in rauchende Leichenberge verwandeln. Diese Männer werden in der Schola Progenium ausgebildet und unterwerfen sich einem rigorosen Programm der physischen und mentalen Indoktrination, dass sie bis an die Grenzen menschenmöglicher Konditionierung herangeführt werden. Die Tempestus Skyans sind dem Imperator über alle Maßen treu ergeben und bieten dem Oberkommando einen harten Kern flexibler, beinahe unkorrumpierbarer Soldaten. Wenn sie sorgsam eingesetzt werden, kann man sich darauf verlassen, dass sie beinahe jede Mission abschließen, ganz gleich wie gefährlich diese ist. Ob sie in gepanzerten Transportern, in den Kampfrasen oder auf Graf-Schirmen aus dem Himmel herabschießen. Die Skyans sind scharfe Schneiden der Kriegsmaschinerie der imperialen Armee. Ja, das war ein Zitat aus dem Codex Astra Militarum. Und wir basteln gerade zusammen, zumindest ich bastel gerade zusammen, was ich da so in der Box gefunden habe. Das ist jetzt tatsächlich dann auch mal ein weiterer Fortschritt, den ich gemacht habe und der mir tatsächlich auch ganz gut gefällt. Denn ich bastel und schneide alle nacheinander aus. Ja, zumindest die Beine zu den Körpern und dann die Köpfe. Da kann man ja sowieso wählen, da sind ja genug immer drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Köpfe es diesmal waren, aber da kann man auf alle Fälle viel, viel Auswahl dann aufsetzen. Ich bin zumindest sehr zufrieden, so wie es jetzt dieses Mal lief. Hat irgendwo dann doch länger gedauert als gedacht. Aber ich fühlte mich dann doch in diesem Wust nicht ganz so verloren. Es waren ja dieses Mal auch nur 5 Soldaten und keine 7 wie beim letzten Mal. Da hatte ich dann ja bei den Nurgle Marines, bei der Death Guard, hatte ich dann ja alle zusammen ausgeschnitten, alles weggeknipst. Und dann fehlten mir die Zahlen, das habe ich nämlich dann auch später mitbekommen, dass auf diesem Plastik dann die Zahlen stehen. Und wenn man dann die Anleitung herausholt, dann sollte man sich tatsächlich auch nach der Anleitung orientieren und eins nach dem anderen ausschneiden, sodass dann ja mit genug Klebarbeit, ihr könnt es jetzt hier auch gerade erkennen, wie dann die nach und nach dann eben wachsen. Gerade, und das ist dann eben das, wo ich beim letzten Mal verzweifelt bin, gerade bei den Armen, sprich, wenn man dann verschiedene Haltungen haben möchte oder verschiedene Waffen in der Hand haben möchte, egal ob es jetzt einhändig oder zweihändig ist, oder wenn sie dann auch eine große Flagge, die kann man da auch noch erkennen, wenn man so eine große Flagge in der Hand hält. Also diese Armposition hat mich bei der Death Guard dann verrückt gemacht. Ich wusste nicht, welcher Arm zu welchem passt, und da solltet ihr tatsächlich dann auch alles einzeln ausschneiden. Den Tipp gebe ich euch an dieser Stelle auch, also da habe ich dazugelernt, solltet ihr berücksichtigen, solltet ihr beherzigen. Ja, ich glaube, wir können dann das Zusammenbauen selber so ein bisschen auch überspringen. Wie gesagt, wirklich spannend war das dann an der Stelle nicht weiter. Ich habe noch viele, viele Waffen übrig gehabt. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine kleine Blitzbox, ich glaube, so wird das genannt, wo dann die übrig gebliebenen Teile gesammelt werden, gerade auch dann die Köpfe. Und dazu komme ich dann später nochmal. Und ich habe dann die Skyans natürlich auch angemalt, beziehungsweise die Tempestus-Soldaten. Und zwar nicht in der üblichen Farbe. Ich hatte mir ja schon das Blau gekauft oder dieses Fenrisian Grey, mit dem sie normalerweise bemalt würden. Ich habe sie jetzt allerdings schwarz-rot gemacht und werde sie dann meiner inquisitorialen Armee hinzufügen, die ich mir dann im Laufe aufbauen möchte. Das ist ja so das eigentliche Ziel, dass ich dann die Death Guard mit dem, ich weiß noch nicht, ob es der Ordo Xenos wird, aber zumindest inquisitoriale Armee, die dann gegen andere Viecher kämpft, ob das jetzt Xenos, Maleus oder Heretikos ist. Ich lasse das, wie gesagt, erstmal offen, aber das ist so das große Ziel und dafür dann eben schwarz-rot. Ich habe auch sonst überlebt. Ich habe hier, wie gesagt, den Astra Militarum Codex Band hier. Ich werde mir jetzt auch noch die mordantischen Säurehunde bauen. Die werde ich da auch noch irgendwie mit reinschneiden. Die finde ich vom Fluff her ziemlich cool. Hier wird, wie gesagt, eine ganze Menge in diesem Button, in dem Codex Band dann verraten zur Regimentsorganisation, zu Panzerstrukturen, wie sowas dann eben aufgebaut ist, ganz generell dann auch zu Panzer. Ich war auch immer der Meinung, dass der Lehman Russ Panzer einer der größten sein sollte, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Bei Lehman Russ denke ich mal automatisch an den Primarchen der Space Wolves, und der muss ja eigentlich automatisch dann der größte und stärkste und beste sein. Aber der Baneblade ist tatsächlich noch besser, das sind dann die super schweren Panzer. Und wenn ich mir die so angucke, was die Baneblades alles können, oder die Hellhammer, die Storm Swords, da will ich die auch nochmal anmalen.
Und ich muss es tatsächlich gestehen, ich habe mir tatsächlich wieder eine neue Box gekauft. Ja, ich habe wieder gesündigt und wieder 120 € ausgegeben. Ja, so ganz grob. Wenn ihr wollt, mache ich da auch wieder ein Unboxing zu. Und ja, da geht es dann weiter mit einer Starting Box zur Imperialen Armee. Da werde ich dann, wie gesagt, diese Köpfe dann wieder benutzen. Ich werde die, wie gesagt, nicht kardianisch anmalen, weil ich von den Kardianern an sich, der Fluff ist ganz cool, aber ich finde die Rüstung der Kardianer, dieses einfache, ja, langweilige Bundeswehrgrün, sag ich jetzt einfach mal, finde ich nicht so hübsch. Das sieht so trivial aus, finde ich. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob ich sie dann mordantische Säurehunde mache oder ob ich mir dafür noch eine andere Armee kaufe. Oder ob sie dann inquisitorial schwarz und rot werden. Aber ich werde auf alle Fälle dann das nächste Projekt angehen, weil die fünf Figuren waren dann auch wieder viel zu schnell fertig, viel zu schnell zusammengeklebt und viel zu schnell angemalt. Und das wird dann das nächste Projekt werden. Ich kann euch ansonsten, glaube ich, wenig Neues erzählen. Ich habe viel genauer gemalt, zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich genauer gemalt habe. Ich habe mehrere Farbschichten aufgetragen und dann eben nach und nach so verziert, dass es mir dann gefallen hat. Und da kann man es eben dann noch beim Malen erkennen, dass ich nicht nur mit der Nasspalette gemalt habe, aber eben auch, ja, ich habe aber eben auch wieder mit bei einem Blatt Papier gemalt, sprich der in Anführungsstrichen Palette. Und habe da jetzt das richtige Wasserverhältnis dazu genommen, denn ich habe jetzt zwei Pinsel Farbe und ein Pinsel Wasser, genau so rum. Ich musste gerade überlegen, zwei Pinsel Farbe, ein Pinsel Wasser, dann gut vermengen auf dem Blatt Papier oder auf der Palette, und das ist so dann, wie ich meine Marines dann anmale, beziehungsweise wenn ich nicht grundiere, da muss ich natürlich ein bisschen weniger Farbe auftragen, oder dann bei gerade Stellen wie dem Gesicht. Da muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein, damit man dann die ganzen feinen Partien nicht benutzt. Aber ich bin sehr zufrieden dann noch mit meinen Vallejo-Farben, die ich dann extra für die Hautfarbe benutzt habe. Da war ich mit den Citadel-Farben, die ich dann hier so rumstehen hatte, war ich noch nicht ganz so zufrieden. Und auch die Vallejo-Farben, die in der Grundbox waren, aber da bin ich jetzt dann doch, ja, ganz zufrieden. Guckt euch, wie gesagt, die Bilder dann an, wie sie dann bei mir am Ende dann aussahen. Und das ist dann eigentlich so mein Fortschritt, den ich euch zeigen kann. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr so ein bisschen Spaß an meinem Projekt habt, dass ihr mich begleitet bei dem, ja, bei den ersten Entstehungen meiner Tabletop-Armee-Figuren. Ich weiß nicht, ob es eine Armee ist. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie richtige Punkte zähle am Ende. Ich mache eigentlich aktuell noch so ein bisschen, worauf ich Lust habe. Hauptsache, es ist irgendwie cool aus, und ob das jetzt ein Granatwerfer ist oder ein Kettensägenschwert oder ob der noch irgendwelche anderen Munitionssachen am Gürtel hat, die Punkte habe ich mir noch nicht notiert. Könnte ich natürlich machen, weil ich den Kodex dazu habe. Da könnte ich natürlich jetzt gucken, wie viel das alles kostet, aber aktuell interessiert mich das noch nicht. Wenn ihr daran Spaß habt, könntet ihr ja selber mal gucken, und dann könntet ihr mal schauen, wie viele Punkte das aktuell so wären, weil ich da überhaupt gar keinen Überblick habe. Ja, aber das war's soweit von mir. Guckt wie gesagt weiter bei Twitch rein, wenn ich dann mal live bin und dann gemeinsam mit euch male oder irgendwelche Sachen dann erzähle. Ich habe natürlich auch jetzt ein Wissen über Warhammer, was größer und größer wird nach und nach. Wir können uns da über Kodizes unterhalten, über die Lore, über irgendwelche Crunch-Sachen, Pen and Paper oder Tabletop. Bin ich sehr, sehr aufgeschlossen, und ich, ja. Mir bleibt eigentlich so weiter nichts zu sagen. Würde an dieser Stelle dann auch das Video wieder beenden und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.